Ready für dich? Ist gut. Dann kannst du einfach drücken. Dann kannst du das gerade heben. Ich habe eine Frage für dich. Du warst ja lange an der Spitze des Fußballs. Mich nimmt Wunder, wie wird sich der Sport entwickeln? Es wird ja alles grösser, schneller, mit Ablösesummen, all diese Sachen. Ich hoffe, du kannst dich kurz halten bei dieser offenen Frage. Ich wünsche dir gute Zeit für die Gesundheit und freue mich auf deine Antwort. Danke, Andi. Das ist super, dass ich dich treffe hier in dem MySports-Interview. Und ich muss sagen, du bist der grösste Handballer, den ich überhaupt je gekannt habe. Wobei ich natürlich in meinen militärischen Läufen viel mit dem Handball zu tun hatte, mit dem RTV Basel, mit dem Thuria und alle, die da Handball gespielt haben. Also ich bin froh. Und ich gratuliere dir, was du gemacht hast. Ich gratuliere euch, dass jetzt die Schweizer Mannschaft dank dir, dass sie jetzt in die Europameisterschaft gehen kann. Das ist also eine grosse Erkenntnis. Die Frage, die du mir stellst, ja, der Fußball ist das populärste Spiel, obwohl man die Hände nicht braucht, aber eben mit dem das Kicken, die Faszination von dem Spiel. Aber momentan müssen wir sagen, es ist ein bisschen überlaufen. Es gibt zu viel Fußball, es ist zu viel Meisterschaft, der Kalender ist überladen und es ist zu viel Geld drin. Man kann ja nicht mehr einen richtigen Fußballmatch schauen, jetzt also von der Champions League, in einem normalen Fernsehen. Das ist alles so teuer geworden. Und das ist ein schlechter Trend, der ist. Wobei andererseits wieder zu sagen ist, dass zum Beispiel im Kanton Zürich, wenn ich jetzt ein Beispiel habe, Kanton Zürich, dass die Clubs in der ganzen Region, die müssen den Numerus Clausus einführen. Warum? Weil Mädchen und Buben wollen in den Club gehen. Und es hat keinen Platz mehr. Es hat auch keinen Platz zum Spielen. Aber es hat auch keinen Trainer, keine Ausbildner mehr. Aber der Fußball an und für sich ist gut. Aber jetzt ist er überlaufen. Und das ist eine Gefahr für den Fußball. Wie fest nimmt dich der Fußball eigentlich nicht mehr Beschlag? Du warst früher eben zwischen den Fronten, hast den Fußball dirigiert. Interessiert es dich immer noch gleich fest wie vorher oder bist du auch durch die Tagesaktualität immer noch involviert? Nein, im Tagesgeschäft bin ich nicht involviert im Fußball. Aber ich habe 41 Jahre habe ich in der FIFA geschafft, also von null auf Präsident. Und ich muss sagen, der Fußball ist ein Teil von meinem Leben. 41 Jahre, 41 Arbeitsjahre, das ist ja drin. Und natürlich verfolge ich den Fußball, was passiert. Dann muss ich sagen, es ist zu viel Fußball. Und es sind immer die gleichen, die müssen Fußball spielen. Man muss einen gregorianischen Kalender haben von 500 Tagen und es genügt nicht. Weil in der heutigen Zeit und immer mehr, immer. Man sagt immer besser. Nein, immer mehr heisst nicht besser. Man muss die Qualität beibehalten. Das ist ja im Leben das Gleiche. Wir sollen es besser haben. Dann was sagt man plötzlich, es wäre doch besser, als uns gut geht. Das ist das Gleiche am Fußball. Man will besser, mehr. Nein, kommen wir zurück zu den Roots, also die Wurzeln, die der Fußball waren. Und was das Spiel ist, was ist Entertainment, also Unterhaltung, sind die Emotionen. Und natürlich mit den Emotionen kommt die Leidenschaft. Aber die Leidenschaft sollte man eben ein bisschen auf die Seite lassen, mit den Emotionen leben. Du hast es angesprochen, zurück zu den Wurzeln. Wir sind jetzt auch bei deinen Wurzeln, wir sind im Wallis. Wie ist es wieder, wenn man so einen Walliser Boden unter den Füßen hat? Du bist ja viel in der Weltgeschichte umeinander gechattet. Und jetzt bist du aber gleich wieder am Schluss, kommst wieder zurück. Wo du mal aufgebrochen bist vor xxx Jahrzehnten. Wie ist es, Walliser Boden unter den Füßen zu haben? Also ich bin hier geboren, in Fischb. Wir sind hier in Fischb und ich bin in Fischb geboren. Und ich habe meine Jugend hier verbracht in Fischb. Ich habe sogar ein Schulhaus angeschrieben mit meiner Mama. Aber es war nur ein Primarschulhaus, ein böser Journalist gesagt. Also in der Primarschule wäre das da gewesen. Aber was mir wichtig ist, wenn ich zurück ins Wallis komme, den kann ich euch danken. Den kann ich euch danken. Gerade Fischb, es heißt ja die Energiestadt Fischb. Es ist eine Energiestadt nicht nur, weil man Strom macht. Es ist Energie, weil hier in Fischb ist immer Wind. Wind, also, da haben wir
zwei grosse Flüsse, der Rotto, der ganz nah dran ist, und die Fischbahn, die Zermatt und Salzfee kommt. Und dann haben wir Felsen, und dann haben wir Wald. Also alle Elemente von der Energie sind hier zusammen. Und darum komme ich wieder hier zurück. Wir haben unsere Familie mal beschlossen, wir werden hier geboren und wir, ich will sagen nicht, wir hier sterben, aber mindestens haben wir ein Familiengrab gemacht hier, dass die, die zurückkommen können, können hier kommen. Und das ist für mich Energieaufbau. Und nachher, die Leute, die hier sind, die nehmen mich an, wie ich bin. Ich bin einfach der Sepp hier und nicht irgendein Präsident oder was immer war. Du hast mal vom Wilden Westen geredet, gell? Im Zusammenhang mit dem Wallis. Wie muss ich das verstehen? Sind die Walliser ein bisschen furioser, weil sie auch ganz spät sind sie eingegliedert worden in die Eidgenossenschaft, nur der Jura später kam. Merkt man das noch ein bisschen, das Unabhängige von ganz früher? Wilde Westen ist ja so ein Ausdruck, wenn ich den brauche, weil es ist ab und zu wild zugegangen hier. Es ist in den Dörfern, in den Bezirken. Und der Walliser hat sich müssen finden in dem Konglomerat, wo er lebt. Zum Beispiel der Oberwalliser insbesondere. Der Oberwalliser ist ja eine deutschsprechende Abteilung vom Wallis. Sander Walliser redet Französisch. Aber die Grenze, die wir haben, die erste Grenze, die wir haben im Oberwallis, ist Italien. Wir sind schneller nach Italien als nach Thun und Bären. Du bist dann auch aufgebrochen, oder? Du hast dann das Gefühl gehabt, ich muss meine Welt ein bisschen ausdehnen. Du hast das Tal verlassen, hast die spezielle Republik verlassen, den Kanton, und bist ausgezogen. Ist beim Studiengang in Lausanne, ist das für dich so eine erste ganz grosse Horizonterweiterung gewesen, die wichtig war für den weiteren Weg vom Sepp Blatter? Nicht der Horizont, nicht Lausanne, sondern was mir einen anderen Blick gegeben hat in die Welt. Ist, dass ich vom Alter von 12 Jahren an habe ich in der Sommersaison immer in den Hotel geschafft. In Saas-Fee, in Zermatt, in Locarno. Und dann habe ich die Welt gesehen, künstliche Welt von der Hotellerie, aber wo internationale Gäste gekommen sind. Und dann habe ich mich erinnert, dass meine Großeltern, väterlicherseits, haben sich getroffen damals im Hotel Suisse, weil immer noch existiert, in Cannes. Er war Concierge, L'Homme au Clé d'Or, und sie Gouvernante. Und dann bin ich in die Hotel drin und dann habe ich eine andere Welt gesehen als Wallis. Und nachher habe ich gesagt, wenn ich hier, ich habe hier Primarschule gemacht, aber ich habe nachher meine weitere Ausbildung alles auf Französisch gemacht. Das ist dann meine Hauptsprache geworden auf Französisch. Ich war in Samoris, mein Internat. Solange das der Papa gezahlt hat, nachher hat er gesagt, wir können eine Zeit, das ist die gleiche Schule, aber da kannst du mit dem Zug gehen. Und so habe ich dann plötzlich mit Lausanne und habe ich dann eine andere Welt gesehen. Und dann habe ich gesagt, ich muss hier weg. Ich muss hier weg, ich will in die Welt gehen, wo meine Großeltern waren. Ich habe in der Arbeit für meine Maturität, also im Kollegium in Sitten, habe ich das geschrieben. Mein Drang, in die Welt zu gehen, ist da drin. Ich weiß, dass der Examinateur gesagt hat, ja, warum will der hier weggehen? Aber es war einfach der Drang gewesen, ich will weggehen. Und dann habe ich einmal gesagt, und das ist in einer grossen Schweizer Zeitung, das ist die Sonntagszeitung, die mal einen Zusatz macht Wallis und dann schon ein Dings macht über mich. Mit dem Titel, warum ich weg ist, weil wir die Tschukka-Zanke sind. Und die Tschukka-Zanke. Das heisst? Das heisst, die Berge sind zu nahe. Die Berge sind zu nahe. Ich habe kein Volumen für das Gehen. Und dann habe ich etwas gesucht. Ich habe zuerst im Tourismus geschafft. Nachher bin ich noch Journalist geworden. Ich bin immer noch Journalist geworden. Ich war der erste Presse- und Informations- vom Nationalen Komitee für Elitesport. Nach dem Debakel hat man gesagt, von Innsbruck 1976, wo keine Medaille kam im Wintersport. Und das war mir auch zu wenig gewesen. Und bei dem Zufall, wie das Leben so ist, bei den Longines, zeitmässig. Und dann hast du einen berühmten Satz geprägt.
am Hahnenkamm, wo du falsch gelaufen ist, hast du gesagt, die Zeiten ändern sich. Ist das Sprungbrett für den Sepp Blatter in eine noch andere Welt? Wenn du jetzt von dem redest, dann kommt man gerade in die Grime. Also, Hühnerhütte, dann kommt man in die Grime. Weil, da war ich gerade frisch bei der Longines und war Assistent vom grossen PR-Chef und Marketing-Chef. Und dann ist das passiert, wenn man nicht gestoppt hat pro Hand, dass Venna durchfährt. Und dann ist er aufgestanden und hat gesagt, meinem Vorgänger Nicolette Käse, also jetzt müssen Sie, Doktor, die Aufsicht, ja, Doktor Nicolette, jetzt müssen Sie das erklären, die Presse wartet. Der Nigli schaut mich so an und sagt, Blatter, hat mir nie Sepp oder Monsieur gesagt, Blatter, hat ihr nicht mir gesagt, Journalisten sind wie Freunde? Dann habe ich gesagt, ja, ich, also, der Gang du. Dann hat er mich da geschickt und dann bin ich da bei der Leitung von Organisationskomitee. Dann habe ich mir gedacht, was kann ich jetzt sagen? Stehe ich auf und sage, sehr verehrte Damen und Herren, es tut uns furchtbar leid, was man sehr schön war. Das ist plötzlich so gekommen, bin ich da nicht geguckt. Und dann habe ich gesagt, alle gelacht, dann habe ich gesagt, Zeiten ändern sich. Zeiten ändern sich und die Zeiten haben sich geändert, meine Zeiten geändert. Für jeden Beteiligten. Und so bin ich jetzt da, ja. Dann warst du irgendwann mal noch auf dem Glatteis tätig, als die Schweiz noch eine B-Nation war, im Eishockey. Du warst, glaube ich, Zentralsekretär. Und nachher hast du den Absprung gemacht ins Fußballbusiness. Jetzt stellen wir einfach die Zeit zurück. Um etwa 4-5 Jahrzehnte. Wenn du das nicht gemacht hättest, wenn du nicht im Fußball wärst, was würde Sepp Blatter heute für eine Geschichte erzählen? Du hättest ja bestimmt auch in einem anderen Bereich für Wirbel gesorgt. Also irgendetwas, was sich bewegt. Und wenn ich im Eishockey-Verband war, war es ja noch gut, dass ich nicht ein Zentralkomitee hatte, sondern ein CC. Zentralkomitee mit C. Das war alles sehr welsch. Und da hatte ich Einblick im nationalen Verband mit ein bisschen internationalen Dings. Und da war ich nur 2 Jahre. Und ich sagte, so etwas, it's not for me. Das, also, ist nicht meine Richtung. Und dann bin ich aber in die Welt der Zeiten. Aber sie haben mich natürlich schon markiert. Das ist eine Frage zurück, was ich da gemacht habe. Das ist aber so, das ist eine Frage, die man mir schon mal gestellt hat. Und ich bin dem ein bisschen nachgegangen. Ich habe momentan ein bisschen Zeit, nachzudenken. Philosophen mit durchlesen und so. Und ein bisschen schauen, wie im Leben ist. Und unter anderem war da drin, man kann das Rad der Geschichte nicht zurückdrehen. Denn was man erlebt hat, das war nicht eine Generalprobe. Im Leben hat man keine Generalprobe wie im Zirkus. Ja. Das war sofort Realität gewesen. Also da kann man das nicht machen. Also was mein Wunsch war, ist schon, gerade zu der Zeit, als ich im Eishockey war und nachher beim Olympique Suisse, was ganz anders geheißen hat, ich hatte immer den Wunsch gehabt, Radioreporter zu werden. Aha. Ja, Radio. Und Radioreporter ist mir irgendwie geblieben. In den Jahren, als ich in der FIFA war, wie wichtig das Radio ist. Denn in der ganzen Welt, als ich herumgefahren bin, mit allen Autos, die mich abholen, Taxi oder was immer ist, die haben immer eingeschaltet, die haben immer Radio gehabt. Du hast jetzt vorhin gesagt, du hast jetzt mehr Zeit, oder? Wie früher, aber hast immer noch eine sehr volle Agenda. Hat man manchmal auch ein bisschen Angst davor, wenn man so ein erfülltes Leben gehabt hat und 20 Stunden am Tag im Einsatz war oder noch mehr und die Welt umgechattet ist, hat man dann Angst vor einem Moment, wo es plötzlich mal ruhig wird, wo einfach nichts mehr passiert. Ist das so eine Angst von jemandem wie dir? Ich bin mal Loch gewesen. Und da will ich nicht mehr drin. Ich bin mal Loch gewesen. Und das war nach der Intervention von der amerikanischen und Schweizer Behörden, sehr grosszügig mir gegenüber, am 27. Mai 2015 in Zürich, im 5-Sterne-Hotel Borolac.
wenn man eine ganze Serie FIFA-Exekutivkomitee-Mitglieder verhaftet hat, ohne Anmeldung. Die Schweizer Journalisten waren nicht einmal da, aber die Amerikaner waren da. Und dass das passiert ist, im Moment, war der Kongress ist, vorbereitet, zwei Tage vor dem Kongress. Ein Kongress, wenn es schwieriger ein Kongress wird, haben wir gewusst. Ein Schweizer Präsident ist und ein Schweizer Kandidat ist für das. Und das da loslassen, das hat mich erschlagen. Das hat mich der Schlag, aber nachher hat sich das eine und das andere dran getan. Und das war ein Loch. Das hat, und am 1. November, im gleichen Jahr, am 1. November, sind wir immer jetzt fest auf den Friedhof gegangen. Ich habe vorher gesagt, wir haben ein Familiengrab. Aber da sind wir mit der Familie am Prüfen. Und plötzlich war es leer bei mir. Leer. Und dann müssen Sie sagen, es war nur kurz. Und das ist ein bisschen Überraschung, was passiert. Wir können sofort absitzen. Und das hat mein Schwiegersohn, der Dominik, der sagt, ja, wenn der Gott will bleiben, der bleibt doch da. Und gut, das ist, aber das hat die Stimmung ein bisschen in Britannien. Von da fort haben sie mich direkt Zürich in ein Spital geführt. Da bin ich im Hirsland angekommen, da haben wir angekommen. Die Ärztin, die da war, in der Urgence, hat gesagt, wen soll ich avisieren? Ich sage, warum avisieren? Sie sind sehr schwer krank, kein richtiger Blutdruck, nichts mehr. Dann habe ich gesagt, ich bin nicht krank. Zum Glück ist ein anderer Arzt gekommen. Aber das war also wirklich ein Loch. Und ich war im Loch, aber richtig im Brett. Und das war eine ganz schwere Zeit, mich da zu erholen. Hast du denn noch etwas? Ich meine, jetzt denkt man vielleicht ein bisschen anderen Zeithorizont. Du hast ein stolzes Alter. Hast du denn noch etwas, was du sagst? Das ist etwas, was ich mir einfach noch erfüllen will. Das ist so ein Wunsch, ein Traum, wo ich einfach sage, das will mich noch reizen oder freuen, wenn ich das noch könnte machen. Also Radioreporter lassen wir das sein. Aber was mir jetzt wichtig ist, und das ist eine Zielsetzung, und da denkst du, man hat mich verschrien in den Zeitungen, also gerade in der internationalen Presse, das ist ein bisschen weniger gekommen. Und nachher das unsägliche Anklage, ohne Anklage, aber Eröffnung eines Falles von der Bundesanwaltschaft, weil ja ein Fall ist, war ins Zivilgesetzbuch geht und nicht da drin. Das ist da, wo ich und der Platini dann nachher sind suspendiert worden. Und das muss ich jetzt aufräumen. Das will ich aufräumen. Und mit allem drum und dran. Es geht mir nicht, ich soll mehr Vorteil von dem haben. Ich will, dass man mein Image bringt, wie ich mich fühle. Und ich fühle mich total, nicht ein Walliser Ausdruck, aber ich fühle mich total verschaukelt. Mhm. Verschaukelt von der Justiz. Und ich habe gestern gesagt, einem Journalist in Frankreich, von Agence France-Presse, Eric Bernardo, und er sagt, qu'est-ce que ça vous suggère, ce qui est là maintenant mit dem Oberstaatsanwalt oder Bundesanwalt? Müssen wir sie vielleicht erklären, denn Michael Lauber hat das FIFA-Dossier verloren. Wir müssen jetzt abgeben. Mhm. Und dann habe ich gesagt, jetzt habe ich wieder den Glauben gefunden in die Schweizer Justiz. Aber vorher habe ich das nicht gehabt. Und jetzt kann man das aufrollen. Und das ist das, was ich noch will, dass man mir sagt, und auch die FIFA, die sagt, da habe ich momentan ein bisschen Probleme mit meinem Nachfolger, aber wer hätte ich nicht. Und dass ich nachher da stehe, als ein ehrlicher Bürger. Und ich sage immer wieder, meine Einsatz für die Schweizer Armee. Ich habe fast 2000 Dienste, ich habe die Ehre gehabt. Aber auch die Verantwortung, das Regiment zu führen. Also ich war Regimentskommandant
der Rang Oberst, das sind nicht viele Häufe Oberst, aber Regimentskommandant. Und hatte keine Einschrift im Notenheft, weil etwas passiert ist. Einmal mussten wir die Spermien einen Monat zurück, aber das sollte man ja wieder weg. So schnell gefahren. Und schnell unterwegs. Ja, schnell unterwegs. Also ich möchte, dass man mein Image, nicht nur für mich, die ganze Familie, meine ganze Entourage, hat darunter gelitten. Es ist ja so weit gegangen, als das ganze Theater losgegangen ist, 2016, also 15, 16, das Korruption und weiss nicht was, dass meine Enkelin, die ist, jetzt wird sie gerade 18, macht gerade das Diplom in Brig, ist in die Schule gegangen auf Sitte, ein bisschen höhere Ausbildung gemacht, das ist jetzt vier Jahre. Und dann sind sie da gemobbt. Wegen dem Grossvater. Der Opa, dein Opa, die Zeit, Glück, das ist dein Opa, das ist dein Opa. Und der hat dir das nicht so aufgegeben. Das ist das, was weh tut. Und wenn man solche Sachen in die Welt bringt, die nicht wahr sind. Und das will ich, dass man das klarstellt. Nicht für mich, für sie.